Für die diesjährige Spielzeit des Theaters Meggenhofen hat der künstlerische Leiter Fritz Egger die Eigenproduktion Heinrich von Kleists Lustspiel Der zerbrochene Krug auf den Spielplan gesetzt, eines der bekanntesten Lustspiele der deutschen Literatur. Komisch und tragisch zugleich, ab 10. Juni. Die Schüler der 3. Klasse der Volksschule Taufkirchen besuchten Bürgermeister Gerhard Schauer in den Amtsräumen. Im Sitzungssaal des Marktgemeindeamtes informierte Schauer die 17 wissbegierigen Kinder über die Aufgaben der Gemeinde und des Bürgermeisters, über das Gemeindegebiet und beantwortete sämtliche ihrer Fragen. Bei einem Besuch des Schauraumes der Firma Einböck in Dorf Bram konnten sich die Schüler der Landwirtschaftlichen Fachschule Weizenkirchen einen Überblick über das Know-how der Firma im Bereich der Bodenbearbeitung verschaffen und gleichzeitig bekamen sie einen Einblick in einen möglichen Lehrbetrieb. Jede Menge tierische Frühlingskinder warten im Zoo in Schmieding auf die Besucher. So erblickten neben dem Giraffenbaby Ayo auch seltene Oryx- und Säbelantilopenbabys das Licht der Welt. Nachwuchs gab's auch bei den Katas und den Kängurus.